Auch nochmal von meiner Seite. Man hat mir heute die Ehre zuteilwerden lassen, den schwierigsten Vortragsslot vom ganzen Tag zu nehmen. Denn direkt nach dem Mittagessen, wo die meisten eher lieber ihr Mittagsschläfchen bräuchten. Ich hoffe, ihr seid nicht deshalb oder hauptsächlich deshalb hier. Gut. Zu dem Thema Puppet und Nagios. Ganz kurz vorneweg, ich habe die Folien, die wird es dann wieder auf der Website von der NetWays geben. Ich habe sie unter die Creative Commons gestellt. Also sprich, wenn ihr die Notwendigkeit seht, die Inhalte dieses Vortrags in irgendeiner Weise in eure Firma reinzutragen oder wo auch immer Werbung für zu machen, ihr könnt also diese Folien auch gerne verwenden. Kurz zu mir, zu uns. Mein Name ist Bernd Strössenreuter. Ich weiß nicht, der ein oder andere, der schon mal so auf der ein oder anderen Open Source Monitoring Konferenz oder Nagios Konferenz war, kennt mich ja. Ich habe ja da schon ab und zu mal so den ein oder anderen Vortrag gehalten. Manche kennen mich vielleicht auch aus irgendwelchen Open Source Projekten. Nagios Business Process Add-on hatte ich damals zum Beispiel verbrochen und hier auch mal vorgestellt. In dem ein oder anderen anderen Open Source Projekt mische ich auch noch mal manchmal so zwischendrin mit. Ja, und bin heute hier als Mitarbeiter der Matthias Kettner GmbH. Matthias Kettner, glaube ich, kennen zumindest auch die ein oder anderen. Das CheckMK ist so ein umfassendes Add-on für Nagios, das der Matthias hier auch schon mal vorgestellt hatte, mit ein paar schönen Vorteilen gegenüber dem klassischen Nagios. Zum Beispiel, dass man nicht den Ansatz fährt, alle Statusinformationen zu einem zentralen Nagios zu transportieren, um sie dort auszuwerten, sondern man lässt die beim verteilten Monitoring auf den einzelnen Systemen und fragt sie nur zum Zeitpunkt, wo jemand auf der Web-GUI guckt, einfach dynamisch von dort ab, und von daher skaliert das ganz gut. Und OMD, auch schon mal Thema auf der OSMC gewesen, finden wir ein ganz klasse Produkt, weil es viele Tools aus dem Nagios-Umfeld einfach zusammenbringt, voll integriert und ja, von daher leicht wartbar macht und viele Hakeligkeiten, die ich sonst habe, mit den Abhängigkeiten verschiedener, wenn ich Nagios mit PNP integriere und dann noch ein NagWiz dazu und was nicht alles, braucht man sich mit OMD alles keine Gedanken machen, passt sehr gut, und deshalb setzen wir auch mit unseren Produkten voll auf die OMD. Klasse Sache. Was wir sonst noch tun im Open Source Bereich, sind wir immer vorne mit dabei. Wir halten auch Schulungen zu ganz anderen Themen, also Linux, Linux Admin, Programmierschulungen und was nicht alles. Ganz abgesehen davon, eine Puppet-Schulung haben wir jetzt auch im Programm, also wer da Lust hat, hinterher, wartet erstmal, schaut euch erst den Vortrag an, wenn er euch gefallen hat, dann frage ich euch das nochmal. Wir sitzen in München und ist eine kleine Firma, wir sind zurzeit 7 Leute plus ein paar Externe, aber so viel zur Vorstellung, das sollte reichen. Ich glaube, ihr seid ja mehr da um das Thema Puppet und Nagios zu hören. Bei den Fragen würde ich es gerne so handhaben, so ganz kurze können wir zwischendurch beantworten, aber so den größten Teil würde ich gerne, um dem Sascha auch nicht zu viel von seiner Zeit wegzunehmen, dann ans Ende stellen. Also wenn ihr es euch so einigermaßen merken könnt, hebt es fürs Ende auf, nur wenn es für das weitere Verständnis des Vortrags notwendig scheint, dann lieber zwischendurch fragen, dann kriegen wir das auch hin. Wir haben heute insgesamt zwei Teile, den ersten Teil, also so ein bisschen die theoretischen Grundlagen von meiner Seite, und der Sascha wird euch dann ein paar praktische Beispiele zeigen, was man denn mit CheckMK
Ja, Sascha hat hauptsächlich CheckMK gemacht, kann man aber im Prinzip mit dem klassischen Nagios, wer den im Einsatz hat, ähnlich tun. Bei mir ist es jetzt mehr so die Standard-Nagios-Konfiguration in den Standard-Config-Files, kann man aber aufs andere auch jeweils übertragen. Puppet, ganz wichtiges Produkt. Wer kennt Puppet überhaupt nicht? Okay, ganz wenige. Das ganz Wichtige bei Puppet: Puppet macht Configuration Management, also kümmert sich um installierte Paketversionen, Config-Files, angelegte User, was nicht alles. Das ganz, ganz Wichtige, was wir bei Puppet beachten müssen, ist: Puppet arbeitet deklarativ. Admins, so wie wahrscheinlich die meisten von euch, wenn sie an Automatisierung denken, denken ja an Shell-Skript, Perl-Skript, was auch immer, also irgendein prozeduraler Ablauf. Ja? Und wenn ich von daher auf Puppet umsteige, muss ich einmal ganz klar umdenken. In Puppet beschreibe ich den Zielzustand. Also in dem klassischen Shell-Skript, wenn ich quasi sagen will, okay, es muss der User Apache da sein, dann gehe ich hin und frage erstmal ab, ist er denn schon da? Und falls nein, mache ich ein User-Add-Kommando. Das ist in Puppet nicht so. Ich sage einfach ensure User und dann ist der da hinterher. Ob der vorher da war, interessiert nicht. Ich muss mich nur um den Zielzustand kümmern. Wenn man jetzt rüber geht und so eine Puppet-Einführung macht, dann gehen ja die meisten erstmal her und lösen so eins zu eins das ab, was sie, oder weitgehend eins zu eins das ab, was sie bisher hatten. Und das ist auch ein ganz guter Ansatz, weil da kriegt man Puppet recht gut in eine bestehende Umgebung damit rein. Also ich nehme die Config-Files, die ich habe, und packe sie mal in das Puppet und sage, du verwaltest die jetzt und damit kriege ich das Zeug einheitlich. Puppet kann auch ein bisschen sowas wie Templates, da kann ich Variablen reinsetzen und damit kriege ich die auch hinreichend dynamisch, dass ich die auf mehrere Hosts ausrollen kann. Aber ansonsten sage ich mal erstmal von der Konfiguration her eins zu eins übernommen. Ich zeige es an einem kurzen Beispiel. So eine, ja, verschiedene Ressourcen. Also wir haben einmal diese Package-Ressource, einmal diese File-Ressource und ganz unten diese Service-Ressource. Verschiedene Ressourcen packe ich in eine Klasse und so eine Klasse weise ich einer Maschine wiederum zu. Und dann passiert genau das, was da drin beschrieben ist, nämlich ich habe ein Package, das heißt HTTPD und da sage ich ensure install. Ja, also stell mal sicher, dass dieses File da auf der Maschine installiert werden soll. Das nächste Interessante ist das File, nämlich meine HTTPD-Conf, die soll einen Owner-Root haben, die Group-Root, Mode 644. Die Source sagt, wo kommt denn das Ding her? Also ich hole mir es von dem Puppet Master und unter einem bestimmten Pfad. Rest lasse ich mal ganz kurz noch weg. Und ich habe einen Service, den Dienst HTTPD, da sage ich Ensure Running und Enable True. Also Ensure Running heißt, beim Puppet-Lauf schaue ich nach, ist denn dieses Ding gestartet und falls nein, starte ich es. Und Enable True heißt, der soll einen Autostart haben, also mit dem System zusammen soll er hochkommen. Ganz kurz vielleicht noch für diejenigen, die Puppet nicht kennen, das Require ist wichtig an der Stelle, weil Puppet geht nicht der Reihenfolge von oben nach unten durch. Sondern er wendet diese Ressourcen in eigentlich einer beliebigen Reihenfolge an. Von daher sage ich, okay, dieses File hier hinzuschmeißen macht erst Sinn, nachdem das Package HTTPD auf das Ding draufgeschmissen worden ist. Und das Notify ist auch eine ganz praktische Sache. Er sagt nämlich, wenn an diesem File hier ich was geändert habe, dann notify mir mal diesen Service. Er schickt also notify an dieses Ding da und die Default Action, wenn nichts anderes angegeben ist, er restartet einfach diesen Service und damit greift diese Konfiguration. Das wäre also zum Beispiel meine Apache-Maschine, also die zu überwachende Maschine. Und dann kann ich hingehen auf der Monitoring-Maschine, sozusagen das Gegenstück dazu zu machen. Ich lege mir eine Klasse Nagios Server an und da drin lege ich mir ein File wieder an
und in dieses File, okay, ich könnte jetzt einfach auch so eine File-Ressource nehmen, aber da Puppet schon mal spezifische Ressourcen für zum Beispiel Nagios Services hat, kann ich auch gleich die verwenden. Also ich sage, ich möchte einen Nagios Service hier definieren, der heißt Check-HTTP Web Server 1 und die anderen Sachen, glaube ich, kommen euch ziemlich bekannt vor, sowas wie Check-Command, Use, also von was soll ich erben und so weiter und Notification Period sind ja im Prinzip 1:1 die Dinge, die man aus einer Service-Definition vom Nagios her kennt und für den Web Server 2 würde ich Ähnliches tun. Damit ist jetzt eigentlich erstmal jeder glücklich, nämlich der Admin von den Webservern kriegt seine Webservermaschinen mit Puppet automatisch konfiguriert und derjenige, der fürs Monitoring zuständig ist, hat sein Monitoring da reingezogen und eigentlich schon mal ganz gut und vereinheitlicht passt so für den ersten Step. Wenn ich aber Puppets Potenzial so richtig voll ausschöpfen will, dann gehe ich wahrscheinlich im zweiten Schritt ein Stück weiter und sage, okay, Zeug, was zusammengehört, und jetzt sind wir genau bei dem Thema, was ich im Vortrag sagen wollte, das Puppet konfiguriert die Nagios-Dienste automatisch, das Zeug, was zusammengehört, will ich auch logisch zusammengehörend definieren. Also ich habe nur noch eine Quelle der Wahrheit, sag ich mal. Ich zeige es ganz kurz wieder an der Klasse, die ich vorhin schon mal gezeigt habe. Ich habe wieder eine Class Apache, die ich auf den zu überwachenden Server drauf definiere. Da ist wieder mein Service HTTPD definiert. Da ist auch das Config-File und der Dienst drin, habe ich jetzt mal der Übersichtlichkeit halber kurz auf dieser Folie weggelassen. Und was ich jetzt hier noch in die Klasse rein definiere, ist der Nagios Service gleich direkt. Das Einzige, was auffällt, ist, ich habe hier vorne zwei solche Add-Zeichen notiert. Das heißt, es ist so eine exported Ressource. Das ist jetzt ein ganz interessantes Konzept von Puppet. Diese Ressource in genau der Form, die wird jetzt hier ausgefüllt, sprich also in die Variable $Hostname kommt wirklich der Hostname von der Maschine rein, von der Apache-Maschine, ja, also auf die ich die Ressource definiert habe. Aber der einzige Unterschied ist, diese Ressource, diese mit den zwei Add-Zeichen vorne dran, wird auf der Apache-Maschine nicht realisiert. Also er schreibt diese Einträge nicht in dieses File rein, obwohl es hier unten vielleicht erstmal so wirkt. Sondern er nimmt diese Information und reportet sie zurück an den Puppet Master. Was der Puppet Master damit macht oder machen kann, ist quasi sie dann auf einer anderen Maschine zu realisieren. Also kurz gesagt, auf der Monitoring-Maschine habe ich in meiner Class Nagios Server nur noch die Definition von dem File, aber das File bleibt erstmal leer. Und dann gehe ich hin mit dieser Syntax hier unten und sage, Nagios Service, die möchte ich jetzt mal quasi realisieren. Jetzt guckt er also in seine Datenbank rein und sagt, okay, da war ein Apache-Server vorher da und hat mir gesagt, okay, es gibt da so eine virtuelle Ressource oder exported Ressource mit einem Nagios-Service und die soll ich jetzt realisieren. Und die verweist ja genau, haben wir in der Folie vorher gesehen, auf genau dieses File und da schreibt er die dann entsprechend rein. Also alle, die hier reported haben, schreiben in dieses File. Wie sieht es dann auf der Monitoring-Maschine aus, wenn ich mir diese Services HTTP-CFG angucke? Oben schreibt er ein paar Header rein und was dann da wirklich drin passiert, ist wirklich ein Define Service, so wie wir es uns vorgestellt hatten und die Variable vom Hostname ist wirklich ersetzt mit dem variablen Inhalt von der Maschine, wo das Ding herkommt. Und das ist natürlich total genial, weil jetzt kann ich einfach hingehen und sagen, ich definiere mir diese Ressource Apache auf irgendeine zusätzliche Maschine, weil ich halt mehr Last brauche oder dergleichen Dinge mehr.
Und in dem gleichen Moment, oder sagen wir, beim nächsten Puppet-Lauf auf der Monitoring-Maschine, legt er mir auf der Monitoring-Maschine auch gleich das Monitoring mit an, was ich brauche, um diesen Apache zu überwachen. Und damit passieren eben auch solche Dinge nimmer wie, oh ja, da haben wir einen zusätzlichen Apache hochgezogen. Das haben wir euch gar nicht gesagt. Ja, dann hat er jetzt kein Monitoring. Ja, dann wundert mich nicht, warum das nicht geht. Was brauche ich, um Exported Resources machen zu können? In Puppet ist es eigentlich ziemlich einfach. Ich muss nämlich in der Puppet-Konfiguration, in der Master-Section, einfach Store-Configs auf True setzen. Ich habe euch in die Folien die Links reingepackt von der Puppet Labs Webseite, wo ihr das also im Detail nachlesen könnt. Die Frage stellt sich, wo persistiert er das? Ja, erstmal im Prinzip in einem beliebigen Backend, wenn ihr das Store-Config schon eingeführt habt und dahinter hängt eine MySQL, eine SQLite, eine Plain Old Postgres, dann könnt ihr das erstmal so nutzen. Wenn ihr es neu einführt, würde ich eher empfehlen, diese Puppet-DB euch mal anzuschauen, weil das gerade für diese Sachen hochoptimiert und scheint sehr effizient zu sein. Ich habe sie selber auch noch nicht verwendet, klingt aber sehr, sehr vielversprechend. Also wenn ihr es neu aufsetzt, vielleicht eher mit der Puppet-DB. Ja gut, und dann stellt sich als nächstes die Frage, was konfiguriere ich denn wo? Also wo definiere ich jetzt meine Monitorings am sinnvollsten? Mein Vorschlag wäre zu sagen, okay, diejenigen, die Puppet im Einsatz haben, haben meistens irgend so eine Klasse Basenode oder sowas definiert. Also alle Ressourcen, die auf alle Maschinen drauf müssen. In der würde ich auch so die Standard-Monitorings, CPU, RAM, Disks, wenn ich über SSH monitore, die SSH-Keys und sowas reinpacken, dann kriegt nämlich jeder Host schon mal quasi so ein Standard-Monitoring ab. Und das ist gut, der ist im Nachios quasi oder Isinger oder wem auch immer vorhanden. Die dienstespezifischen Monitorings, also alles, was ich auf einen Dienst bezieht, ja gerade den HTTP packe ich natürlich zum Apache dazu. Das heißt nämlich, überall da, wo ich eine Klasse HTTP drauf definiere, dann kriegt er auch quasi das passende Monitoring dazu. Überall, wo ich mein Postfix drauf definiere, wird ein Check SMTP dafür definiert und so weiter und so weiter. Und dann gibt es darüber hinaus eigentlich in fast jedem Setup so ein paar individuelle Dinge. So irgendwas End-User-Experience, E2E-Monitoring oder was auch immer. Dafür muss ich ein bisschen spezielle Lösungen finden, wo ich die gerade definiere. Das ist immer ziemlich individuell. Aber sag mal, die meisten kann man nach diesen beiden Schemata einklassifizieren. Basissachen möglichst weit oben in diesem Abhängigkeitsbaum und dienstespezifische halt wirklich bei dem einzelnen Dienst. Auf ein relativ geniales Feature möchte ich noch ganz kurz verweisen, nämlich das Thema Tags. Kommt ja vor, dass man unterschiedliche Nagios-Instanzen zum Beispiel an unterschiedlichen Standorten hat. Dann möchte ich natürlich auch, dass die Maschinen an diesem Standort von dem Nagios an diesem Standort überwacht werden. Zumindest in den meisten Fällen. Also wenn ich es so mache, wie ich es vorhin im Beispiel gezeigt habe, Nagios Service und realisiere die, dann realisiert er mit dieser Syntax auch alle, also wirklich alle. Und das kann ja zu viel sein, deshalb kann ich auch quasi sagen, realisiere mir nur diejenigen, die den Tag Data Center 1 haben. Stellt sich die nächste Frage, wie definiere ich denn so einen Tag? Ja, ganz klar, einfach bei der Ressource, das hat so ein zusätzliches Feld, das heißt Tag. Und da schreibe ich entweder Hard Data Center 1 rein, wenn das so eindeutig ist, dass alle meine Apache-Instanzen zum Beispiel auf einem festen
auf einer festen Monitoring-Maschine gemonitort werden, dann setze ich den Tag ebenso und passt. Oder natürlich, das kann ich auch dynamisch machen, da kann man ja so schöne Custom Facts im Puppet definieren, wenn die Maschine weiß, okay, ich bin im Data Center 1 und das in so eine Variable reinpackt über einen Custom Fact, dann kann ich da natürlich auch die Variable nehmen und dann bin ich da ganz dynamisch unterwegs. Die Nachios-Ressourcen, die es im Puppet gibt, habe ich nochmal ganz kurz zur Vollständigkeit halber aufgeführt. Also ich kann darüber nicht nur den Nagios-Service definieren, sondern all das andere Zeug, was er eigentlich aus so einer Nagios-Config kennt, auch. Das ist einfach nur mal eine Auflistung, nicht jetzt zum Lesen. Link ist unten drunter dabei, da könnt ihr euch also angucken, wie die jeweils zu definieren sind. Mehr so zum Nachlesen gedacht. Bis dahin erst einmal noch irgendwelche Fragen, die ganz dringend sind und gleich beantwortet werden müssen. Weil ansonsten würde ich jetzt gleich direkt abgeben zum Sascha, der mit dem zweiten Teil da direkt in die Technik geht und so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert, was er da so damit umgesetzt hat. Jo, dann. Test, Test, besser. Fliegender Wechsel. Ganz schnell. Ja, schönen guten Tag. Ich bin hier, um etwas über den praktischen Einsatz bei der Konfiguration von Nagios via Puppet bzw. CheckMK via Puppet zu zeigen und zu erzählen. Hier geht es dabei darum, wie wir bei einem größeren ISP sitzend in Hannover das Ganze einsetzen. Kurzer Überblick von mir, was es über mich zu erzählen gibt und über meinen Arbeitgeber, was wir machen, was wir können. Heute geht es um den ganz speziellen Bereich Monitoring und ein kurzer Überblick, was wir an Umgebung einsetzen. Aktuell haben wir in der Überwachung über 6500 Nodes, was von Servern, VMs bis hin zu allen möglichen Devices geht. Überwachte Services sind 22.000, Tendenz massiv steigend. Aktuell setzen wir einen 16 Nagios Server, was in der Regel auch dann eine eigene OMD-Instanz ist. Wir überwachen bzw. managen in drei Kontinenten in Summe 4 Data Center, wo wir für unsere Kunden das Management übernehmen. Ich spreche heute ganz speziell über eine Lösung, die wir anbieten, nennt sich Didacted Cloud. Bedeutet, für einen unserer Kunden stellen wir eine dedizierte Umgebung bereit. In dieser dedizierten Umgebung gibt es speziell für diesen Kunden eine eigene OMD-Instanz, worauf der Kunde auch eigenen Zugriff hat und zum Beispiel in die Konfiguration leicht eingreifen kann. Das Ganze binden wir an das NetDE eigene Monitoring,
darauf hat der Kunde keinen Zugriff. An diesem Punkt erfolgt dann auch Information an System Operations, Network Operations oder DevOps Storage, wer auch immer informiert werden muss. Ja, ich erzähle ganz speziell über CheckMK. Leider gibt es noch in Puppet keine direkte Ressource für CheckMK-Nodes, aber es gibt ein paar Puppet-Rezepte, wie ich einen CheckMK-Server definiere, beziehungsweise einen CheckMK-Agent definiere. Die Ressource Agent legen wir, wie der Bernd vorhin schon gesagt hatte, direkt in die Base-Class mit rein, sodass, wenn ein neuer Server bei uns per Puppet ausgerollt wird, dieser sofort und automatisch im Monitoring erscheint. Zum Nachlesen habe ich hier oben mit aufgenommen in den Folien die zwei CheckMK-Klassen, die wir in Puppet benutzen. Die obere Klasse ist deutlich einfacher geeignet, um den Server-Part zu konfigurieren. Die untere Klasse bietet mehr Einstellungsmöglichkeiten, um dem Agent einige Sachen beizumachen. Deswegen zwei Klassen. Das war's. So schnell geht das. Okay, ein bisschen habe ich noch. Und zwar geht es darum, was kann man noch machen. Bisher haben wir einen Base-Client mit den CheckMK-Base-Checks, der automatisiert, wie von Bernd vorhin gezeigt, über exportierte Ressourcen im CheckMK angezeigt wird. Dort habe ich aber nur einen Base-Client, ein bisschen CPU-Überwachung, ein bisschen Disk-Überwachung, aber keinerlei Besonderheiten, die Ideen von Puppet aufgreifen. Was wir machen, wir setzen ein CheckMK-Template ein, um den Node zu konfigurieren, und dort setzen wir massiv auf die CheckMK-Tags, welche sich aus Facts, die bei Puppet geliefert werden, zusammensetzen. Bei Puppet Facts sind Sachen, die Puppet mitliefert und über den einzelnen Puppet Agent weiß. Ein Fact wäre zum Beispiel der FQDN, Operating System, IP-Adresse, ähnliche Geschichten. Und dort liefern wir das Ganze quasi in ein Template. Hier ist ein klassisches Template, wie wir es einsetzen. Hier oben setze ich ein paar Tags, zum Beispiel contactgroup.net.de als statischen Tag. Wir haben aber auch zum Beispiel ein Puppet-Fact genommen. Das heißt, ich weiß im CheckMK automatisch, dieses System gehört höchstwahrscheinlich zur Gruppe x86 oder aber x64 und liefert mir die Möglichkeit, dort entsprechend mit CheckMK-Tags zu arbeiten. Ich kann daraus Host-Groups machen, ich kann aber auch zum Beispiel Checks darauf konfigurieren. Die Möglichkeiten von CheckMK sind dort anhand von Tags mannigfaltig. Das Ganze lässt sich auch deutlich komplexer machen. Hier habe ich zum Beispiel eine Ifs-and-Else-Schleife, die prüft, ob ein Node Stage oder Dev enthält. Wenn ja, kriegt er Ping. Ansonsten kriegt er den TCP-Agent. Damit erspare ich mir das Überwachen und Alarmieren von Dev-Nodes, die von den Dev-Jungs regelmäßig hoch und runter gefahren werden. Ich kriege einfach nur mit, es gibt sie überhaupt, brauche sie aber nicht groß überwachen oder aber kann dort andere Sachen mitmachen. Das hier ist etwas, was schon etwas spezieller ist. Ich setze einmal aus statischem Text und aus einem Tag, nämlich der IP-Adresse, eine Variable bzw. ein CheckMK-Tag zusammen, indem ich die IP-Adresse an den Punkten aufspalte, die Felder 0 bis 2 nehme, mit einem Unterstrich zusammen mache und damit einen Tag kriege, der heißt Network 1-2-3. Später komme ich nochmal darauf zurück, wofür das interessant sein kann.
ich habe jetzt erstmal überhaupt ein Tag, ein CheckMK-Tag an der Maschine dran, womit ich das Network, in dem diese Maschine liegt, bezeichne. Was ich auch machen kann, ich kann überprüfen, ob bestimmte Variablen, bestimmte Klassen oder bestimmte Puppet-Tags gesetzt sind. Wenn ja, wenn nein, eine klassische If-Then-Else-Schleife auf bestimmte Variablen. Oder aber ich kann auch Variablen aus dem Puppet joinen und hier als Tag reinschreiben, sodass ich diese Tags in CheckMK weiter nutzen kann. Was wir auch machen, wir setzen klassisch Alias, damit wir gleich dort weiter haben. Auch setzen wir zum Beispiel Nodes-URLs, komme ich auch später drauf. Da Puppet über den Node ja sehr viel weiß, kann ich auch gleich in dem bei OMD mitgelieferten Doku-Wiki eine entsprechende Host-Information-Site anlegen und automatische Dokumentation pflegen. Das Ganze funktioniert über die Puppet exportierten Ressourcen. Diese Ressourcen werden, wie von Bernd angezeigt, in dem Monitoring-Node realisiert. Automatisch wird eine Inventur gemacht und ein Neustart von NIOS wird gemacht, sodass ich mich nicht mehr darum kümmern muss, dass eine neue Node gekommen. Wer überprüft die Node, wer macht ein CheckMK-Inventur da drauf, funktioniert alles vollautomatisch. Ja, was wir noch sehr stark benutzen, ist die CheckMK-MRPE-Erweiterung. Grob gesagt, es ist ein Ersatz für NRPE, läuft auf dem CheckMK-Agent mit, ist sehr gut geeignet, um lokale Checks auszuführen. Worauf man achten sollte, die MRPE-Erweiterungen werden in dem gleichen Zeitintervall ausgeführt wie der CheckMK-Agent. Standardmäßig steht dieser auf einmal pro Minute. Entsprechend sollte man seine NRPE-Checks sich angucken, ob das Zeitfenster ausreichend ist. Advanced Agent Usage. Was wir auch machen, Puppet bietet mir die Möglichkeit, Konfigurationsfiles aus Fragmenten zusammenzusetzen. Stichwort ist hier Puppet Concat. Damit kann ich Fragmente zusammensetzen, klassisch auf dem Agent die MRPE-Config, womit wir dann pro Agent sagen können, bitte auf dieser Maschine noch die User überwachen, wie viele lokal angemeldete User, oder aber dieses ist ein DNS-Server, bitte die lokalen DNS-Checks ausführen. Solche Geschichten machen wir. Logwatch und File-Info als weitere Stichwörter sind ähnliche Sachen, womit wir gerade bei File-Info zum Beispiel Datenbanken überwachen und ähnliches. Wie sieht so ein Puppet Concat aus? Ich habe auf der einen Seite erstmal hier das Target überhaupt, wo das Zielfile definiert wird. Und ich habe hier ein Concat-Fragment, womit ich dann sage, ich möchte, dass in dem Target folgender Text bzw. hier unten folgende Zeile vorhanden ist. Damit kann ich dann auch aus einzelnen Puppet-Rezepten heraus spezielle Checks machen, wie der Bernd es gerade mit dem Webserver hatte. So kann ich das hier mit lokalen MRPE-Checks machen. Diese Fragmente sind, wie gesagt, über in jedem Puppet-Rezept möglich und werden am Ende in einer Datei zusammengeführt, wenn der Puppet-Run abgeschlossen ist. Kommen wir zu einem noch interessanteren Part, Host-Dokumentation. Die meisten kennen es. Wenn es sie gibt, ist sie veraltet, mindestens einen Tag alt, meistens ein halbes Jahr oder ein Jahr alt und absolut ungepflegt. Was wir hier sehen, ist klassisch Doku-Wiki-Syntax, die ich um Puppet-Variablen erweitert habe
und quasi damit eine automatisierte Dokumentation habe. Ich habe hier zum Beispiel auch eine klassische Schleife, um in der Dokumentation zu sehen, welche Puppet-Rezepte sind denn eigentlich alles auf diesen Node zugewiesen und können genutzt werden. Auch hier nutzen wir wieder klassisch exportierte Ressourcen, wie man sie in Puppet benutzt. Das Template, das ich hier unten angegeben habe, ist das oben angezeigte. Das Ganze sieht dann zum Beispiel so aus. Hervorragend geeignet, kann man jeden Kunden drauf loslassen. Alle freuen sich, dass eine Dokumentation überhaupt vorhanden ist und wichtigste Informationen vorhanden sind und der Kunde selbst nachprüfen kann, ob zum Beispiel RAM wie bestellt oder aber CPUs wie bestellt überhaupt vorhanden sind. Was wir auch noch viel nutzen, Puppet-File-Ressourcen, um klassisch Check-MK-Dateien wie extra Host-Config zu übertragen. Hiermit ein Beispiel, wie wir Notification-Period anhand von Tags auf Host zuweisen, wie wir das gleiche für Services machen. Dort ist quasi alles möglich, was mit Check-MK möglich ist. Und hier zeigt sich dann auch, warum wir so viel Aufwand getrieben haben in der Konfiguration, der Check-MK-Node-Konfiguration, so viele Tags reinzuhaben. Hier kann ich nämlich alles Mögliche mit Tags machen und brauche mich nicht mehr um die Konfiguration einer einzelnen Node haben. Wenn ich Puppet habe, habe ich in der Regel sehr viele gleichartige Nodes. Alle Nodes, die das Tag Web haben, kriegen entsprechende Web-Server-Checks. Oder aber alle Nodes, die das Tag Stage haben, kriegen Notification-Period-Work-Hours. Ähnliche Beispiele en masse sind möglich. Was wir noch nutzen, ist ModGearMan. ModGearMan ist hervorragend geeignet, um aktive Checks über mehrere Worker hinweg zu verteilen. Bei uns hauptsächlich eingesetzt, um die nicht ganz so netten und Firewall-freundlichen Check-JMX-Checks und die MySQL-Heals-Checks abzufackeln und auf Worker zu bringen, die in der Regel auch dichter an dem Node sind, sodass wir Firewall-Grenzen nur bedingt überwinden müssen. Gerade bei Check-JMX, wie gesagt, die reinste Hölle, um das Firewall-mäßig einigermaßen sauber hinzukriegen. Auch das Überwinden von Firewalls, um Interfaces anzupingen, um Parents herstellen zu können, ist mit ModGearMan gerne genommen. Das Problem bei einer Firewall ist ja meistens, man kann nur das einem zugewandte Interface anpingen. Die einem nicht zugewandten Interfaces lassen sich in der Regel nicht anpingen. Auch hierfür ModGearMan Host definiert. Auf ModGearMan wird er von dem Worker in dem entsprechenden Netz angepingt und wir haben wieder eine Möglichkeit mehr, mit Parents zu arbeiten, was ich nur empfehlen kann. Parents sind das Hilfreichste, was es gibt. Hier ein kleiner Auszug aus unserer Parent-MK-Datei, die wir als File-Ressource verteilen. Wir haben hier wieder Tags. Da komme ich wieder auf mein erstes Beispiel zurück aus der zusammengesetzten Variable network-1-2-3 als Tag auf einen über ModGearMan als Parent definierten und ich habe meine Parents, ohne mich darum kümmern zu müssen, wo steht diese Node denn jetzt wirklich, zieht eine entsprechende Maschine in ein anderes Netz, ändert sich der Tag, ändert sich der Parent. Einiges, was wir an Plugins benutzen, sind entweder aber von den Exchange von Check-MK oder aber auch selbstgeschriebenes. Ein selbstgeschriebenes, sehr hilfreiches Plugin, man könnte es fast Einzeiler nennen, ist System Time. Wir arbeiten sehr viel mit VMware. Dort ist es in den neuesten Versionen nicht mehr notwendig, einen lokalen NTP-Daemon zu betreiben, da das Sync
über den Master, über den VMware Master hervorragend funktioniert. Trotzdem möchte ich ja die System Time machen. Hiermit kann ich die System Time ausgeben lassen. Der Check ist ursprünglich bei CheckMK eigentlich nur für die Windows-Maschinen. Mit diesem kleinen Dreizeiler in den Plugins drinne wird das Gleiche automatisch auch ausgeführt auf Linux-Maschinen. Und ich habe eine Überwachung, ob die System Time identisch ist mit der System Time meines über Monitoring Nodes. Weitere Plugins, die wir benutzen, recht interessant, das Apache Status Plugin. Nur empfehlen kann ich, wer Puppet einsetzt, sollte Check Puppet benutzen. So kriege ich mit, ob ein Puppet Run gelaufen ist, wie lange er gelaufen ist und vor allen Dingen ganz wichtig, wie es war das Ergebnis. Erfolgreich oder gab es Ressourcen, die nicht erfolgreich realisiert werden konnten? Auch interessant, von uns viel genutzt, MK-Logwatch. Gerade wenn es um Tomcat-Server geht, kann ich nur empfehlen, hängt das MK-Logwatch drauf. Es ist interessant, was Developer alles reparieren können, wenn man ihnen nur lang genug per Nagios-Alarm auf die Finger haut. Auch zu empfehlen, MK-Postgres bzw. MK-MySQL, um zumindest Basic Daten von MySQL bzw. PostgreSQL-Daten zu kriegen. Wenn es intensiver wird, muss man auf die aktiven MySQL-Heals-Check zum Beispiel zurückgreifen. Aber zumindest kriege ich schon mal Basic-Informationen meiner MySQL-Datenbank, geht es im Prinzip gut. Ja, da wir in einer Multimandanten-Umgebung arbeiten und ein großes Problem haben, dass der Mandant auf die entsprechenden Maschinen Zugriff hat, haben wir das Problem, dass wir zwei Nagios-Systeme immer mindestens betreiben. Eines in der Umgebung, das der Kunde selbst auch sehen und zum Teil administrieren kann. Und das Net.de eigene, das nur für Net.de ist. Wir nutzen zur Datenübertragung aus dem CheckMK-Repository das LiveDump. Es bietet mir die Möglichkeit, zum einen Host- und Service-Config zu exportieren und als rein passive Ressource auf eine andere Maschine zur Verfügung zu stellen. Und zum anderen kann ich es auch regelmäßig aufrufen und Performance- bzw. Statusdaten in Summe von einem System aufs andere zu übertragen. Bei uns ist der Intervall einmal pro Minute bis einmal alle 5 Minuten, je nach Kritikalität der Umgebung. Über LiveDump kann ich leider nicht so viel erzählen. Dazu ist die Zeit dann doch etwas kurz. Ich verweise gerne auf die Dokumentation bei Herrn Kettner im Git-Repository. Ich kann es nur empfehlen, wenn man mehrere Umgebungen voneinander abgeschottet betreiben muss, LiveDump. Auf jeden Fall deutlich besser als NSCA oder ähnliche Lösungen. Ja, das war's. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Fragen bestehen an mich oder an den Bernd, dann bitte jetzt gerne. Also, um die Frage zu wiederholen, die Frage war, ob bei jedem Puppet-Run für eine Node eine eigene MK-Datei erzeugt wird. Ja, wird erzeugt. Die Datei heißt fqdn.mk. In der steht dann nur für diesen einen Node die Information. Man könnte es auch über Concards machen, schränkt aber die Flexibilität ein wenig ein. Und das CheckMK hat ja auch so ein conf.d-Verzeichnis, wo ich eine beliebige Menge an Stern-MK hinschmeißen kann. Von daher ganz einfach und ganz flexibel zu handhaben. Also das kann man durchaus auch nutzen, muss nicht zusammen alles immer in eine feste File-Hierarchie getan werden. Bitte. Next.
War ich so schlecht oder so gut? Du hast alle Fragen vollständig beantwortet, aber eine haben wir trotzdem noch. Ja, ist tatsächlich eine Philosophiefrage. Es geht so oder so. Also man kann es natürlich mit automatischen Puppet Runs machen, wobei ja Puppet Run automatisiert nicht unbedingt heißen muss. Ich habe den Agent auf der Maschine laufen und der macht die Puppet Runs, wann er will, sondern ich kann ja automatische Puppet Runs auch quasi über den Cron machen, wo ich halt Puppet-D-Test in einem Cron aufrufe und das kann zum Beispiel nachts sein, wo ich keine Verfügbarkeiten habe. Oder was auch immer wieder gern genommen ist, was dieses Problem mit den Restarts entschärft. Ich kann bei einem Service sagen, wenn du notified wirst, machst du keinen Restart, sondern einen Reload. Und gerade so Dienste wie Apache sind da ja sehr, sehr dankbar. Also die können inzwischen echt viel mit einfach nur Reload ohne Restart und ohne Unterbrechung. Und das hilft dann da auch raus. Ja, wir haben in der Regel drei Environments. Wir haben Dev, wir haben Stage und wir haben Pod. Puppet selbst bietet mir auch die Möglichkeit, dass ich Environments angeben kann. Entweder beim Aufruf des Agent, dass ich dort ein entsprechendes Environment angeben kann, oder aber ich kann in der Puppet Conf auch direkt ein Environment angeben. Wir haben sowohl für den Endmandanten ein Environment, Dev, Stage und Prod, als auch für Puppet selbst, das dann in der Regel über Vagrant realisiert wird, in einer Umgebung, wo wir quasi CheckMK laufen lassen, beziehungsweise Puppet laufen lassen und das über das dynamische Vagrant kurz hochziehen, testen und dann in Stage zur Abnahme übergeben. Ja, also die Frage war, wie wir sicherstellen, dass wir einen Rollback machen können. Also zum einen haben wir ja die drei Stages, Dev, Stage und Production. Das heißt, wir gehen sowieso einmal durch die gesamte Kette durch mit Unit-Test, mit allem Möglichen, wo wir dann auch die gröbsten Fehler raussortieren und dieses typische, ich probiere schnell mal was, geht dann auch nur in Dev und sollte auch nur in Dev gemacht werden, sonst gibt es diese große Nagios-Kasse, die gerne gefüttert werden möchte. Und da gehen wir dann rüber. Zum anderen, Standardpraxis bei Puppet ist es eigentlich, alles gehört in ein Versionskontrollsystem und auch dort kann ich zurückgehen und meine letzte Änderung ist eigentlich nur ein Puppet Run alt, dann kann ich sie zurücknehmen. Und vielleicht noch ganz kurz ergänzend dazu, wenn Puppet, also bevor Puppet irgendeine zum Beispiel Config-File oder sowas überschreibt, tut er die ja quasi nochmal normalerweise lokal auf dem System backuppen. Also auch da habe ich nochmal eine Rückfallebene, aber normalerweise, wie gesagt, der Ansatz Versionskontrollsystem greift ganz gut. Ich gehe in meinem zum Beispiel Git mit dem Puppet-Manifest einfach eine Version wieder zurück und rolle diese aktiv wieder raus und sollte dann in den allermeisten Fällen meinen vorherigen Systemzustand wiederhergestellt haben. Kleines bisschen problematisch ist es dann, wenn man da irgendwelche Exec-Ressourcen oder sowas drin hat. Da funktioniert es leider nicht so gut. Da kann er natürlich kein Undo oder sowas oder den vorherigen Zustand wiederherstellen. Da muss man sich dann wirklich auf diese
Backup-Files als letzte Rückfallebene verlassen. Ja. Da gilt dann leider das allgemeine DevOps-Schemata. Fehler zu machen ist menschlich, Fehler auf allen Servern gleichzeitig zu machen ist dann DevOps. Bei so massiv automatisierten Systemen sollte der Administrator wissen, was er tut. Und Stages sind ein Muss. Nein. VI. Ja, also man kann mit dem Dashboard recht gut das Dashboard recht gut als Reportprozessor benutzen, um dort einiges zu sehen. Man kann das Dashboard auch nutzen als ENC, also External Node Classifier, um quasi meine Konfiguration, meine Zuweisung von Puppet-Klassen zu Nodes über das Dashboard zu machen, ist ein Ansatz, den wir nicht verfolgen, weil wir eine Abnahmeprozedur haben. Das heißt, wir haben ein Puppet-Rezept, das wird entwickelt, das geht von Dev nach Stage, der Kunde macht eine Abnahme, es geht nach produktiv. Und wenn es nach produktiv geht, wird es nicht mehr verändert, sondern bedarf bei einer Veränderung eine Neuabnahme durch den Kunden. Ja. Ich bin unter der Zeit. Ich bin von mir selbst erstaunt. Wir wollen es natürlich auch nicht provozieren, wenn also jeder jetzt der Meinung ist, die nächste Kaffeepause darf 5 Minuten länger dauern, dann würden wir euch auch entlassen, oder? Ja. Also wir bedanken uns ganz herzlich.